Ja, ganz herzlich willkommen zu der kurzen Einführung und Vorstellung, was Schuhu24 macht. Ich habe mir vorgenommen, ich will euch heute nicht unendlich nerven mit irgendwelchen Slides, wie toll irgendwelche Wachstumsraten sind, sondern will einfach nur mal kurz beleuchten, was wir so für Erkenntnisse gemacht haben, die letzten Jahre, was wir vielleicht auch für Fehler gemacht haben, woraus wir gelernt haben und was wir in Sachen Online-Vertrieb und auch Marktplatzlösungen alles so erlebt haben die letzten Jahre, was man auch mitnehmen kann. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich habe eigentlich klassisch im Konzern gearbeitet, wie viele von euch hier auch. Ich war früher bei Bilfinger gewesen, Bilfinger Berger Baukonzern. Habe danach bei einem Energiekonzern wurde ich Geschäftsführer, bis irgendwann vor 5 Jahren mein Vater verstorben ist, ganz überraschend, einem Herzinfarkt. Und so bin ich eigentlich in diese Schuhbranche reingeraten. Ich selbst hatte überhaupt kein Interesse daran. Ich bin noch farbenblind. Auch für Mode habe ich nicht so viel übrig, muss ich zugeben. Also ich bin prädestiniert dafür, nicht was mit Mode zu machen. Aber gut, auf jeden Fall, ich bin über Nacht da reingerutscht. Und relativ früh kam bei mir die Frage auf, jetzt hast du da so ein paar Schuhgeschäfte an der Backe, was machst du damit? Denn mit Schuhgeschäften, stationärer Handel, das ist kein Wachstum mehr. Zumindest hier in Deutschland nicht. In China ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Also mit normalen stationären Geschäften. Ich hatte kein Konzept, was ich sagen könnte, ich rolle das jetzt mal bundesweit aus. Habe ich nicht, habe ich bis heute nicht. Und deswegen kam sehr früh die Frage auf, was kann man eigentlich von den großen Playern lernen? Und ich habe einfach mal diese großen Marken hier an die Wand geworfen. Egal ob Airbnb, Uber, Spotify, HS oder Amazon. Relativ früh kam die Idee auf, was kann man denn eigentlich machen, um mit verschiedenen Händlern im Hintergrund was Größeres aufzubauen? Und jemand, der das sehr, sehr gut vorgemacht hat, den gab es damals schon, als mein Vater verstorben ist, das war Zalando. Die sind ja vor knapp 10 Jahren gestartet, haben ganz klein auch angefangen, wollten eigentlich nie was mit Schuhen zu tun haben. Das war eher ein Zufall bei Zalando und die haben das heute sehr gut gemacht. Die haben ja auch erstmal angefangen mit einem reinen Online-Shop für Schuhe, haben die Schuhe eingekauft und haben sie verkauft. Und haben dadurch eigentlich gelernt, wie das Business klappt und wie man eigentlich dort online überhaupt Umsätze macht. Egal, ob Schuhe sind oder Kleidung oder was auch immer. Irgendwann kam dann Zalando vor ein paar Jahren auf die Idee, das ist ja interessant, dass man jetzt hier Mode und Schuhe verkaufen kann, aber wir wollen jetzt einen Herstellerservice anbieten. Das heißt, Zalando hat sehr, sehr aktiv angefangen, mit Herstellern, mit Brands zu sprechen. Können wir nicht für euch die Online-Vermarktung übernehmen? Sei es in Sachen Marketing, sei es in Sachen Lager und Logistik, sei es in Sachen komplette Sortimentsaufsteuerung. Und der neueste Schritt, der die letzten 1,5 Jahre sehr, sehr stark forciert wird von Zalando, war das Thema Plattform, nämlich nicht nur für Hersteller, sondern auch für Händler. Dass also immer mehr Händler, vor allem auch aus dem Modebereich, angebunden werden, um so über Zalando zu verkaufen. Amazon hat das vorgemacht. Amazon hat ja heute 50% des Umsatzes über den sogenannten Marketplace. Habt ihr heute schon viel darüber gehört. Und Zalando hatte die gleiche Idee, dass sie in ihren Segmenten dort mit Herstellern und Händlern immer größer und weiter wachsen können. Und das hat mich damals sehr, sehr früh schon inspiriert zu sagen, das kann ich eigentlich auch. Ich versuche es in eine ähnliche Richtung zu bringen. Nie so groß, nie so genial, aber wir versuchen es mal, ne, in diese Richtung zu fahren. Ein bisschen anders. Ja, so ist das Thema entstanden, Schuhu24. Das war eigentlich auch ein Zufall. Also ich hatte keine geniale Strategievision, sondern mich hat ein Händler angesprochen, er hat gesagt, du, das Internet, das nervt mich, ich hasse das Internet, aber ich will irgendwie online davon was abhaben. Ich will irgendwie ein bisschen dafür Geld verdienen, aber ich will kein Geld verlieren. Und so kam das, wir haben eine Schnittstelle gebaut zum ersten Händler, der sitzt im Münsterland. Und da haben wir die Schnittstelle gebaut, haben die ersten Daten bekommen, haben auch Daten bei ihm eingepflegt und schwuppdiwupp, am ersten Tag hat er 70 Verkäufe gehabt. Da gingen ihm die Augen auf, oh, als stationärer Händler, 70 Verkäufe online, das ist spannend. Ja, das ist jetzt keine Luftnummer, wo ich einen Schuh pro Woche verkaufe, sondern das waren schon Schlagzahlen auf einmal. Und so fing dieses Thema eigentlich an, dass wir eine Plattform werden wollten, weil eigener Warenbestand ist immer extrem limitiert. Das wollten wir auf keinen Fall, denn ich kann mit dem eigenen Warenbestand nicht 1 Milliarde Umsatz irgendwann erreichen, das geht nicht. Zumindest aus meiner Sicht, denn ich bin selbstfinanziert. Das kann man nur mit viel Investorengeld machen. Ja, so ist diese Idee entstanden, dass wir immer mehr Händler aufschalten. Mittlerweile haben wir 800 Geschäfte in diesem Land, die uns nicht nur die Daten zur Verfügung stellen, die sie live in ihren Geschäften haben, egal ob auf Sylt oder in Freiburg, sondern wir tun jeden Verkauf auch direkt wieder in diese Warenwirtschaft reinbuchen.
Das heißt, wir behalten diese Bestände immer sauber vom Händler und gucken, dass jeder Verkauf, jede Retoure und auch jeder Storno sauber wieder eingebucht wird. Und zwar egal, welche Warenwirtschaft dieser Händler dann hat. Und das war eigentlich so ein kleines Erfolgsgeheimnis, dass wir mit dieser schönen, sauberen Schnittstelle zu diesem Warenwirtschaftssystem sehr schnell immer mehr Händler anbinden, immer mehr Filialen und dadurch automatisch unser Größenbestand wächst und unser Umsatz auch. Wir werden dieses Jahr ungefähr 50 Millionen umsetzen. Wir wollen es in 2 Jahren auf die 100 Millionen hochfahren. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen können. Und ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Fall, wie man erkennen kann, dass ein stationärer Händler, der ein paar Geschäfte hat, merkt, dass er Onlinehandel betreiben will, aber nicht mit dem eigenen Warenbestand, sondern daraus lieber eine Plattform macht. Und für die Händler hat das eine große Auswirkung. Also jeder Händler macht bei uns im Schnitt zwischen 10% und 20% mehr Umsatz. Wenn man sich das mal vor Augen führt, stationär wird es eher weniger oder stagniert meistens, dann ist 10% bis 20% Zusatzverkauf eine ganz schöne Größenordnung. Und das führt dazu, dass die Händler untereinander das auch oft empfehlen in sogenannten Erfa-Runden, sprich die treffen sich untereinander, reden, wie es der Frau geht, welche Schuhe gut laufen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass wir so viele Wartelisten haben von Händlern, dass wir einen Aufnahmestopp auch gemacht haben, über eine längere Zeit jetzt schon, weil wir erstmal alle Händleranfragen abarbeiten müssen. Insofern, wenn man das jetzt mal als Geschäftsmodell sieht, ein schönes Geschäftsmodell, weil zum einen viele Händler daran Interesse haben, zum anderen wir kein Lagerrisiko haben und zum dritten wir wirklich einen kleinen Beitrag liefern können, weil jeder Kunde, der bei uns kauft, erhält ein Stück weit die Innenstadt. Jeder Kunde, der bei uns kauft, bekommt seinen Schuh nicht aus irgendeinem Hochregallager in Ostdeutschland, sondern kriegt das wirklich von der Händlerin vor Ort verpackt, die wirklich dort vor Ort auch ihre Mitarbeiter zahlt. Das zum Hintergrund. Mittlerweile, also wir sitzen in Wiesbaden bei Frankfurt, haben auch in den USA einen kleinen Standort, um dort auch deutsche Schuhe zu verkaufen und versuchen so nach und nach zu wachsen. Ja, hier habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich will jetzt nicht diese Videos abspielen. Der eine mit dem Sohn als Nachfolger, der andere mit seinem Hund, die einfach dankbar sind, dass sie vor Ort eine kleine Hilfe haben, um wirklich die Schuhe auch online zu verkaufen. Und man muss sich vielleicht immer eins mal vor Augen halten, diese kleinen Händler kriegen jede Woche Nachrichten per E-Mail, per Post, per Zeitung. Du musst online werden, du musst den kompletten Customer Journey abbilden, bla bla bla. Wie soll man das als Händler machen? Also faktisch, ich kenne im Markt derzeit keine brauchbare Lösung, die wirklich vom Online-Verkauf über CRM, über die komplette Customer Journey, die alles abdecken könnte. Kenne ich nicht. Und deswegen sind die eigentlich sehr dankbar dafür, dass es ihnen jemand abnimmt. Und ja, dieses kleine Versprechen, was wir an die Händler geben, dass wir den Umsatz etwas erhöhen für sie, das hat bis jetzt sehr, sehr gut in der Branche auch funktioniert. Das kann ich alles mal überspringen. Vielleicht, wir sind ja hier an der Hochschule, deswegen gehe ich ganz kurz mal auf die Systemarchitektur ein, wie das also konkret aussieht. Wir selbst hier haben unten die Händler. Das heißt, unten sind die verschiedenen Warenwirtschaftssysteme. Ich habe hier mal 4 als Beispiel dargestellt. Jede Branche hat ein paar andere Warenwirtschaftssysteme, aber ist es immer ähnlich. Jede Branche hat zwischen 3 und 10 WAVI-Systeme, die man anbinden kann und wo man Schnittstellen bauen muss. Und was wir machen ist, wir tun die Daten dann zum Master-System zu uns hochladen, aggregieren die Daten, die ganzen Artikeldaten, Bestände und Bilder und Preise und tun die dann sowohl auf unserem eigenen Shop ausspielen, als auch auf europäischen Marktplätzen. Können wir nachher ein bisschen in Frage antworten, darauf eingehen, was das so für Marktplätze sind. Ich habe hier mal einige dargestellt. Wir sind sowohl bei geschlossenen Marktplätzen aktiv, wie so ein Mirapodo oder ein Otto, aber wir sind auch bei offenen Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon oder eBay aktiv. Ja, also wir sind relativ breit dort aufgestellt. Ja, das vielleicht als Überblick. Was machen wir konkret für die Händler, damit es auch einen Mehrwert hat? Also wir sind nicht so eine Plattform, die sagt, jo, wir haben jetzt einen Bestand, der Schuh ist verkauft und das war's. Wir sind ganz, ganz eng mit dem Händler verbunden. Wir sind eigentlich ein B2B-Player, muss man so sagen. Wir verstehen, was der Händler denkt, was er für Probleme hat. Und wir wissen auch, was er für Probleme bei uns sieht, ja, mit dem Online-Verkauf. Und unsere Philosophie ist, nur wenn der Händler keinen Aufwand hat, dann macht es überhaupt finanziell und emotional irgendeinen Sinn, das ganze Thema.
Das fängt also an, wir machen komplett die Abwicklung. Der Händler muss nicht irgendwie sich einloggen, muss irgendwas, eine Bestellung erzeugen oder Labels selbst generieren, muss er alles gar nicht machen. Der kriegt direkt eine E-Mail von uns, alles drin, einfach nur ausdrucken, fertig. Das heißt, der komplette Prozess ist so konzipiert, dass 70-Jährige an der Kasse es verstehen. Das war uns immer wichtig, denn ich habe auch 70-jährige Mitarbeiterinnen an der Kasse, die sind dankbar, wenn sie die Maus bedienen können. Und denen kann man nicht zumuten, dass sie sich irgendwo einloggen und dann ausprobieren, wie sie irgendwas bestätigen. Das kriegen die häufig nicht hin. Also haben wir es ganz simpel gestrickt. Das nächste Thema Kundenkontakt. Alle Kundenanfragen, Probleme, Beschwerden etc. landen immer nur bei uns, landen nie beim Händler. Der Händler ist also in gewisser Weise anonym, hat den Vorteil, dass niemals er Personal einstellen muss für Nachrichten, für E-Mails, für Anrufe etc. Nur dadurch ist es für ihn rentabel. Sobald er eine Person einstellen müsste, wird es unrentabel werden. Das Thema Zahlungsverkehr, auch das übernehmen wir komplett. Wir machen jeden Monat eine Abrechnung, wo wir alle eingenommenen Gelder vereinnahmt haben und dann wieder ausschütten an die Händler. Fotos, wir machen sehr, sehr viele Fotos. Auch hier, wenn ein Händler eine große Fotobox für 20.000 Euro kaufen muss, rechnet sich nicht für ihn. Deswegen kaufen wir diese Fotoboxen und er shootet dann komplett die Schuhe und Bilder, die er braucht. Und ansonsten Warenwirtschaftsanbindung, bidirektional, das heißt, wir arbeiten in beide Richtungen, wir bekommen Bestände und tun auch alles wieder sauber, verbuchen. Ja, was machen wir noch? Wir kümmern uns um das Thema Repricing, das heißt, wir haben die Preishoheit. Das ist ein interessantes Thema. Die meisten Leute glauben immer, online wären günstigere Preise als stationär, aber de facto ist das Gegenteil der Fall. Also im Schnitt kann man im Laden eigentlich günstiger einkaufen als online bei Schuhen. Warum? Ist auch ganz einfach. Wenn man in den Schuhladen reingeht und in der hintersten Ecke guckt, da stehen so alte Schuhe rum mit einem verblichenen Etikett, da geht kaum ein Kunde hin und das ist alles halber Preis oder noch billiger. Online sieht man das ja nicht, wie alt der Schuh ist. Online sieht man nur tolle Abbildung, tolle Beschreibung, ich kaufe den Schuh jetzt. Ob der jetzt 3 Jahre alt ist, sieht man daran nicht. Und das bedeutet in Summe, dass unsere Händler online etwas teurer verkaufen als im eigenen Laden. Das Schwierige daran ist, dass der Händler erstmal das Vertrauen fassen muss, dass er uns die Preishoheit abgibt. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Denn wenn du dem Händler sagst, lieber Händler, ich kann nicht bei einem Artikel 30 Händler fragen, wie der Preis aussehen soll, das bestimmt jetzt allein der Dominik Benner, dann wird es schwierig. Aber die vertrauen das einem an, weil ich selbst Händler bin. Und wenn ich da irgendwie Quatsch mache, ja, dann sehen die mich das nächste Mal auf einer Tagung und dann lachen die nicht mehr, dann haben die ein Problem mit mir. Also insofern ist es eigentlich eine ganz gute Vertrauensbasis. Was machen wir noch? Wir machen komplett den Europaverkauf. Das heißt, wir haben ungefähr 30% Auslandsanteil bei unseren Schuhverkäufen. Und das Spannende ist, das Ausland hat weniger Retouren. Ich glaube, es wurde heute auch schon mal kurz erwähnt, die Retourenquote ist ja von Land zu Land sehr unterschiedlich. Und wir haben den großen Vorteil, dass gerade in Italien, Spanien und auch Frankreich die Retourenquote alle unter 25% sind, während sie in Deutschland 35% aufwärts ist. Und deswegen lieben wir eigentlich ausländische Kunden, weil dort das Retourmanagement viel einfacher ist. Unser Traum ist China. China hat den tollen Vorteil, dass die Retourenquote Richtung Null tendiert bei Schuhen. Das ist also der Traum für jeden Schuhhändler, der online verkauft, weil in China ist es üblich, wenn man was kauft und das passt nicht, verkauft man das einfach innerhalb der, oder schenkt es in der Familie weiter. Und als ich das erste Mal gehört habe, das gibt es doch gar nicht. Die retournieren nicht. Nein, die retournieren wirklich in ganz seltenen Fällen nur. In der Regel wird es innerhalb der Familie weitergegeben. Denn eine halbe Nummer anders hat irgendjemand auch in der Familie noch. Ja. Insofern, das ist ein toller Markt, hat aber einen Nachteil. Erstens, logistisch ist es ein Albtraum, was das Thema Zoll und Verzollung angeht. Und auch Frachtsteuerung ist ganz schwierig. Und das dritte Thema, die Hersteller mögen es in der Regel nicht. Das heißt, unsere deutschen Hersteller, die man so kennt, Gabor, Lloyd und so weiter, die haben meistens Lizenzverträge in diesen Ländern und die mögen es nicht wirklich, dass auf einmal so ein deutscher Player wie wir anfängt, dort Schuhe zu verkaufen. Insofern, das ist ein Thema, wo wir noch keine Lösung haben, aber wir wollen auf jeden Fall in China im nächsten Jahr auch starten. Ja, was machen wir noch? Wir machen so Erfa-Tagungen für die Händler. Ja, das heißt, wir machen zweimal im Jahr einen riesigen Raum, größer als hier, doppelt so groß, wo wir alle Händler einladen, mit denen diskutieren den ganzen Tag, Workshops machen
um auch wirklich so Lessons Learned zu erklären, was gut läuft, was nicht so gut läuft, ihnen zu zeigen, was kann man in Sachen Facebook-Marketing zum Beispiel machen, wie benutzt man einen Instagram-Account. Also wir nehmen die Händler sehr, sehr eng an die Hand bei den Themen. Ja. Was wir auch machen, ist verlängerte Ladentheke. Das heißt, wenn einer von euch in den Laden kommt und sagt, der Schuh gibt es den noch in der 39, der ist aber nicht mehr da, dann kann jemand über uns dann diese fehlende Größe nachbestellen als Händler. Und das auch für einen günstigeren Preis. Ja, ich glaube, das können wir alles mal überspringen. Ja, was haben wir für künftige Strategien? Das vielleicht auch als kleine Abschlussfolie. Das eine Thema ist, was wir jetzt gelernt haben bei Schuhen, das können wir eigentlich auch teilweise auf andere Branchen übertragen. Das bedeutet, es gibt Branchen, wo es eine Warenwirtschaftslösung gibt, die eine ganz gute Marge haben und die bis jetzt wenig digitalisiert sind. Und für uns stand relativ früh klar, dass wir hier mit Lederwaren starten möchten. Wir haben jetzt die ersten Lederwarenhändler angebunden, die ihre Rucksäcke, ihre Portemonnaies, ihre teuren Ledertaschen über uns verkaufen. Das ist gerade angelaufen. Dann das Thema Mode, wo wir erst ganz langsam beginnen. Und das Thema Sporthändler. Sporthändler ist deswegen spannend, weil bei Sportartikeln die Retourenquote etwas geringer ist und die Marge ähnlich hoch. Und sie sehr, sehr stark online nachgefragt werden. Das heißt, diese drei Branchen möchten wir jetzt eigentlich als nächstes angehen, damit wir die nächsten Wachstumsschritte auch schaffen. In Sachen M&A, also Unternehmensübernahmen, haben wir mittlerweile auch zwei oder drei Targets, wo wir uns verstärken wollen, wo wir also ein Unternehmen aufkaufen möchten. Hier sehen wir vor allem im Bereich der Nischenshops, zum Beispiel so ein Taschen-Online-Shop, was Spannendes. Oder es gibt auch sogenannte Herstellerseiten, die nicht der Hersteller selbst betreibt, sondern wo exklusiv ein Händler den Online-Verkauf macht von einer Schuhmarke. Da haben wir mittlerweile ein paar spannende Übernahmethemen, die wir uns gut vorstellen können. Und abschließend, irgendwann haben auch mal die Händler bei uns angeklopft vor 2 Jahren und haben gesagt, das ist eigentlich ein spannendes Ding, was ihr macht. Wollen wir das nicht auch zusammen machen als Hersteller mit Schuh24? Ja, und so kam das Thema ins Rollen, dass wir für Schuh24 mittlerweile mit einigen Herstellern zusammenarbeiten und dort auch der Online-Verkauf ganz gut funktioniert. Und der Hersteller ist dankbar, denn der verkauft für VK-Preise, nicht für Händlerpreise, und er hat den Kundenärger nicht an der Backe. Also insofern ein durchaus spannendes Thema. Wer Fragen hat, einfach eine E-Mail-Adresse an mich schreiben oder auch gerne per Telefon mich anrufen. Ich bin immer offen für Fragen und ich stelle mich jetzt gerne auch euren Fragen hier. Herzlichen Dank. Fragen von Ihrer Seite? Hier vorne haben wir 2, da drüben noch eine. Dominik, wie verteilt ihr denn die Aufträge zwischen den einzelnen Händlern? Gibt es da irgendeinen Algorithmus? Also zuerst die 4 eigenen oder 5 eigenen Geschäfte, dann die befreundeten Kollegen oder wie läuft der Algorithmus? Ja, immer je nachdem, wie das Weihnachtsgeschenk ausgefallen ist. Nein, Quatsch. Gute Frage. Wir haben ganz klar 2 Schritte. Erster Schritt ist immer, wer den höchsten Bestand hat. Das heißt, wenn eine Filiale dort einen höchsten Bestand hat bei einer Größe, dann kriegt die den Zuschlag. Warum? Die Großfilialisten, die haben immer nur einen 1er-Bestand in jeder Filiale. Die kleinen Geschäfte, die haben auch mal 2 oder 3 von einer Größe. Und so haben wir bewusst gesteuert, dass ein kleines Geschäft so den Vorzug bekommt. Wenn alle den gleichen Bestand haben, dann ist es ein reines Zufallsprinzip. Das heißt, dann hat keiner einen Vorzug, sondern es ist ein reines Zufallsprinzip. Insofern ist es egal, ob wir jemanden kennen, auch meine Filialen haben keinen Vorzug, sondern wir sind einfach nur einer unter vielen dort. Ja. Hallo Dominik. Geht nicht? Hallo Dominik. Ja. Eine Frage, wie ist es mit selektiven Vertriebsvereinbarungen mit Herstellern? Ja, heikles Thema. Wir haben so 2, 3 Hersteller, die tun mir öfter einstweilige Verfügungen auch schicken. Die ärgern mich rechtlich. Das sind aber zum Glück kleine Nischenhersteller. Die größeren Player, die ganz großen der Branche, die haben das völlig akzeptiert, dass es Onlinehandel gibt. Und es gibt einige, ich nenne jetzt mal ein Beispiel wie Lowa Wanderschuhe kennen einige hier, die haben gesagt, okay, online gibt es irgendwie, jetzt tun wir das mal selektiv anpacken. Und die haben dann mit 2 Online-Playern, mit uns und unserem Konkurrenten, eine gute Vereinbarung getroffen, dass wir für alle Händler den Online-Verkauf von Lowa-Schuhen machen dürfen. Und so haben wir eigentlich ein gutes Gentleman-Agreement. Der Hersteller ist happy, dass jetzt kein Preiswahnsinn passiert. Die Händler sind happy, dass irgendeiner für die verkauft, wie der Schuh24 zum Beispiel.
Und gleichzeitig, ja, gibt es keinen Händler, der sagt, um Gottes Willen, jetzt ist alles am Arsch, ich kann nicht mehr online verkaufen. Denn das wäre schlimm, wenn eine Marke komplett das verbietet. Ja. Ja, wir kümmern uns dann drum, genau, richtig. Ja. Und ich sag mal, der Vorteil ist bei uns ein bisschen, wir sind eigentlich nicht erpressbar. Ich kaufe zwar selbst für meine eigenen Geschäfte ein, aber wenn jetzt ein Hersteller ankommt und sagt, du hörst jetzt sofort auf oder wir tun dich delisten, dann sage ich, ja komm, dann tu mich rausnehmen, ich will keine Schuhe mehr von dir, ich kriege die auch über einen anderen Händler, brauche ich dich nicht für. Und das ist eigentlich ein ganz gutes, da bin ich nicht mehr erpressbar. Ja, und das ist ganz von Vorteil. Ja? Ja, ich würde vermuten, dass ihr aufgrund der dezentralen Lage gegenüber dem Zalando etwas benachteiligt seid, was jetzt Versand angeht. Also ja. Gut für die Post, aber schlecht für euch oder eure Händler. Wie umgeht ihr das Risiko? Oder? Also das stimmt absolut. Jedes Hochregallager hat den Vorteil, ein Computer pickt das einfach raus und kann es schnell versenden. Wir haben den riesen Nachteil, dass 800 Geschäfte in diesem Land mit teilweise schwierigen Verkäuferinnen, die nicht immer Bock auf Onlinehandel haben, mit uns arbeiten müssen. Das heißt, es ist ein massiver Nachteil und die Ware steht auch auf der Vorwahl draußen. Das heißt, der Schuh hat vielleicht mal eine kleine Schramme schon bekommen oder eine leichte Sonnenabweichung von der Farbe her. Da haben wir einen riesen Nachteil. In Summe führt es dazu, dass wir niemals wahrscheinlich Same-Day-Delivery anbieten werden, weil wir nie so schnell sind wie ein Hochregallager. Aber unser Vorteil, und das ist das Spannende, wir haben so viele Kunden, die sagen, hey, cool, was ihr macht, ich tue mit meinem Kauf die Innenstadt erhalten. Und deswegen nehme ich den Kauf, dass erst am nächsten Tag die Ware da ist. Ja? Und das ist schon, ich würde sagen, das ist ein gutes Asset, aber wir werden dadurch nie so perfekt sein. Absolut. Ja. Okay. Wie ist das um die Datenkompetenz der angeschlossenen Händler bestellt? Einerseits und umgekehrt dann mit der Sortimentsentwicklung, weil ihr habt natürlich den Blick auf alles, was an Nachfrage da ist, ja. Was theoretisch ja befriedigt werden könnte. Teilt ihr dieses Wissen mit den Händlern und wissen die damit umzugehen, dass sie sozusagen auch dann Sortimente jetzt zukaufen, die sie vorher im Laden nie abgesetzt hätten? Ja, also das ist eine philosophische Frage. Wir haben das für uns so beantwortet, dass wir zum einen erstmal komplett die Datenpflege übernehmen. Denn in der Regel, wenn ein Händler bei uns anruft und sagt, ich will da mal mitmachen, der hat bei der Hälfte der Artikel gar keine ERN-Code drin vom Artikel. Das heißt, mein Mitarbeiter pflegt vor Ort oder per Fernwartung tagelang nur Daten ein. Also wir nehmen den Händler wirklich komplett an die Hand über Tage, ja, damit das alles funktioniert. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel Tradebyte. Tradebyte kennen vielleicht hier ein paar. Die machen einen super Job, aber die sind eben auf Spezialisten, große Player ausgerichtet. Was wir machen, ist genau das Gegenteil. Wir nehmen Händler an die Hand, tun denen alle Daten einpflegen, kümmern uns von A bis Z um die. Wir tun denen nicht schreiben, welche Artikel der absolute Superrenner sind. Warum? Das ist eine Art Selbstschutz. Wenn du das machen würdest, würdest du sagen, hey, dieser Birkenstock, Gizeh ist gerade total geil, alle kaufen den, dann führt es dazu, dass alle auf einmal den einkaufen und keiner verkauft die mehr. Und deswegen haben wir immer als Philosophie, lieber Händler, kümmere dich um dein stationäres Geschäft, wir sind nur ein Zusatzumsatz. Richte nie dein Unternehmen danach aus. Denn eines habe ich gelernt, ich darf mein Unternehmen auch nie nach Amazon ausrichten, denn Amazon ist teilweise doch ein schwieriger, gefährlicher Partner. Nicht, weil die böse oder so sind, sondern einfach, da gibt es einen Computerrhythmus, der sagt, oh, da ist irgendwas passiert, wir sperren dich einfach mal und du weißt nicht mal, warum. Ja, solche Fälle passieren manchmal. Und deswegen war das für uns eine Erkenntnis, wir wollen uns nicht auf jemanden wie Amazon verlassen, obwohl wir mit dem sehr gut zusammenarbeiten. Und zweitens, der Händler darf sich nie auf online verlassen, es ist immer nur ein Zusatzumsatz. Und er darf nicht sein Sortiment danach ausrichten. Das ist tödlich. Ja. Mhm. Ganz hinten. Da hinten noch. Ja. Ja, ganz tolles Unternehmen, vielen Dank. Sie haben jetzt sehr viel über die Händler gesprochen. Ich habe mir jetzt noch die Frage gestellt, wie kommen denn eigentlich die Käufer auf Schuhe24? Ist das dann über Suchmaschinen oder klassische Werbung oder wie kommt man eigentlich darauf? Ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Ja, absolut. Geht den meisten so. Das Lustige ist, immer wenn man sagt Schuhe24, ja, irgendwie assoziieren die, ich kenne das irgendwie, habt ihr was mit Immobilien-Scout24 zu tun? Nein, haben wir nicht. Wie lernen die Leute uns kennen? Ja, immer durch klassische Marketing-Themen. Retargeting, AdWords, die ganzen Social-Kanäle. Und wir machen eben auch viel in Fachmedien für Mode und so weiter. Wir würden niemals TV-Werbung schalten, ja, weil wir da zu viele Streuverluste haben. Und wir sind ja dadurch, dass wir komplett Eigenkapital finanziert sind, ja, könnte ich es mir auch gar nicht leisten. Also
Wenn ich zu ProSieben gehen würde und sage, hey, wir machen ein Media-Spending-Thema und ich muss 30% meines Umsatzes abgeben, kann ich mich finanziell sofort beerdigen. Das klappt nicht. Also dadurch würde ich zwar vielleicht ein bisschen bekannter werden, aber danach gibt es mich nicht mehr. Ja. Insofern, ich glaube, das ganze Thema ultimative Bekanntheit ist für uns persönlich gar nicht so wichtig, weil unsere Zielkunde nicht die Kundin von Zalando ist. Zalando hat eine sehr, sehr gute Kundschaft aufgebaut, die zwischen 18 und 35 im Mittel ist. Ja. Es gibt auch mal eine 60-Jährige, die bei Zalando bestellt, nicht falsch verstehen. Aber unsere Kundschaft fängt erst bei 35 an und die hört bei 70 auf. Und die hat ganz andere Bedürfnisse, als in der TV-Werbung irgendwas zu sehen, sondern die will per Telefon bestellen können. Wir haben mittlerweile viele Telefonbestellungen. Die rufen an und sagen, ich habe keine Mailadresse, ich habe keine Ahnung, wie das mit der E-Mail geht, ich will den Schuh aber haben. Und dann nehmen wir das telefonisch alles auf und tun die Bestellung per Rechnung rausschicken. Und das sind so Sachen, die machen andere Online-Händler gar nicht. Ja, das heißt, unsere Kundschaft ist ganz anders, die sprechen wir auch anders an. Ja, ja, danke. Und Nora? Das Telefon ist jetzt abgestellt. Nora hießen die Schuhe, von denen Sie geredet haben? Oder die Marke? Ja, Nova. Ja, ja, spannend. Gut, danke. Also ein bisschen schauen. Es war hier noch eine Wortmeldung. Nicht mehr. Und dann Daniela, du hattest noch eine Frage. Was mich interessieren würde, wenn Sie 800 Filialen haben, haben Sie ja eine komplette Abdeckung von Süd bis Nord, von Ost bis West. Ja. Warum können Sie das nicht stärker nutzen, dass Sie dem... Also ich habe Schuhgröße 42, wenn ich wüsste, bei meinem Schuhkaufmann hier in Heilbronn ist dieser Schuh verfügbar, ich würde tatsächlich direkt hinlaufen. Und die Daten haben Sie ja eigentlich. Können Sie das nicht noch als zusätzlichen Service anbieten? Also das ist ein spannendes Thema, das Thema Click and Collect oder Click and Reserve. Ich habe das jetzt persönlich die letzten Jahre beobachtet. Es gibt in meines Wissens, also statistisch vielleicht noch ein anderes Beispiel, aber meines Wissens ist bisher nur Karstadt der einzige deutsche Player, der damit nennenswert Erfolg hat. Also wir haben selbst auch über Karstadt verkauft. Und bei Karstadt ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Kunden online sich irgendwas bestellen und holen das in der Filiale ab. Interessanterweise. Warum? Das weiß ich bis heute ehrlich gesagt nicht. Alle anderen Click and Reserve oder Click and Collect Konzepte sind alle gescheitert. Deswegen ist es meine persönliche Philosophie, wir wollen das gar nicht, weil in meinen Augen sich vielleicht nur 5% der Online-Kunden sich dafür interessieren, ob es das auch jetzt irgendwo gibt. Die meisten sind zu bequem, wollen schnell per Handy irgendwas bestellen. Die meisten wollen das gar nicht. Es ist interessant, aber es trifft nur eine ganz kleine Kundschaft, behaupte ich. Ja, das kann man statistisch widerlegen, ist mein Bauchgefühl einfach nur. Und deswegen haben wir bis heute gesagt, es gibt keinen Click and Collect bei uns. Wollen wir gar nicht haben. Der Online-Kunde wird online bedient von A bis Z, aber wir wollen nicht, dass auf einmal die Leute dann stationär antanzen. Wir haben es selbst auch ausprobiert. Also wir haben es selbst auch mal getestet und die Resonanz war ultimativ gering. Ja, aber wir haben auch Größe 42, insofern auch High Heels, wir können damit dienen, ja. Vielleicht kann ich was zu Karstadt sagen. Ja. Ich glaube, dass das daran liegt, dass Karstadt einer der wenigen ist, der die Bezahlung vor Ort erlaubt. Okay. Also wir haben eine Studie gemacht, wieder fast 2 Jahre her, also vielleicht ist es heute auch anders, aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass man bei fast allen anderen Angeboten vorher online bezahlen musste und ich glaube, dann macht es wirklich für viele Kunden einfach keinen Sinn. Ich muss es bezahlen, dann gehe ich dahin, dann gefällt es mir nicht, dann habe ich den Ärger, bis ich das Geld wieder habe. Macht keinen Sinn. Also von daher schwierig. Wir sind mit der Zeit durch. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten wollen, aber können Sie so eine Größenordnung sagen, wie viel Umsatz Sie eigentlich machen mit Schuhe 24? Und Sie haben ja gesagt, Sie sind auch auf den, also wie groß ist der Eigenanteil auf der eigenen Plattform im Vergleich zu den Marktplätzen, die Sie da machen? Ja, Professor, das ist eine gute Frage. Wir tun so eine Zahl nie kommunizieren. Ich weiß. Ein hoher Anteil ist mittlerweile Schuhe 24. Aber es kommt immer auf die Warengruppe an. Also zum Beispiel bei Kinderschuhe interessieren die Leute eher wenig auf unserer Seite, auch Taschen überhaupt nicht. Okay. Da haben wir einen hohen Amazon-Anteil. Bei Damenschuhen ist es überwiegend eher bei uns mittlerweile, ja, bei unserer eigenen originären Seite. Und bei Herrenschuhen, ja, Herren sind eh schwierige Kunden, da ist es quer verteilt. Also es kommt immer auf die Marke und so weiter an. Aber insgesamt ist es so, dass wir schon ganz klar den Anspruch haben, Mehrheit muss immer über den eigenen Shop laufen. Okay. Ja. Und von der Marge her für den Händler, macht das einen Unterschied, wo Sie verkaufen oder merkt ihr das gar nicht? Nee, also auch so ein Trugschluss von vielen Händlern, die sagen, ja, cool, wenn du mal über deinen Online-Shop was verkaufst, das kostet dich ja nichts. Ja. Das ist
Das ist eine ganz interessante Aussage, sowas von einem Händler. Da merkt man, wie weit die Händler weg sind. Also jeder, der hier einen Onlineshop betreibt, weiß, was es kostet, nicht einen Onlineshop hinzustellen. Da legt man 50 oder 100.000 Euro auf den Tisch und da läuft das irgendwie. Sondern die Paymentkosten, gerade Kauf auf Rechnung und Kauf auf Rate, sind recht hoch. Und das zweite Thema ist die Marketingkosten. Das heißt, egal ob du Retargeting oder die AdWords-Kampagne machst, du hast immer einen CPO von mindestens mal 9-10%. Und das heißt, ja, in Summe ist der Kunde auf unserer Seite nicht günstiger, ja, als wenn jemand dann eine Amazon-Gebühr zahlt mit 15%. In Summe kommt es gleich raus. Der Unterschied ist nur, wir können sehr, sehr gut mittlerweile durch CRM einen Kunde über die komplette Lebenszeit bearbeiten und nerven, mhm, und können ihn dadurch zu Wiederkäufen anregen. Und das kann ich beim Amazon-Kunde nicht. Und deswegen ist unser eigener Kunde wichtig und wertvoller. Ja. Aber der Händler hier aus Heilbronn, der zahlt das gleiche, ja, an Gebühren, ob es jetzt über Sie direkt geht oder über Sie und Amazon. Ganz genau. Das ist völlig das Gleiche, weil, ja, intern haben wir die gleichen Kosten. Ja. Ja, also okay, der Online-Kunde, der über AdWords zu uns kommt, kostet im Schnitt das Gleiche wie Amazon-Kunde. Mhm. Kein Unterschied. Okay. Gut, dann falls noch Fragen sind, ich denke, wir sind noch da in der Kaffeepause. Ja.